Hallo und herzlich willkommen bei der Redaktion Holtex. Ich bin der Bullige. Und ich bin der Professor und wir freuen uns, dass ihr mal wieder eingeschaltet habt hier zu einer ganz besonderen Folge. Wir haben euch nämlich eine Sauna mitgebracht. Das Ganze befindet sich in unserem Wikingerdorf und das war ein Vorschlag von euch, der Community. Genau, und es hat uns unheimlich viel Spaß gemacht, diese kleine, winzige Sauna zu bauen. Aber die ist richtig cool, das kann ich euch sagen. Wir gehen gleich mal rein. Und da können wir uns das Ganze von innen anschauen. Zum Äußeren, wir haben hier einmal das Saunagebäude in, ja, wie, achteckig, kann man so sagen, ne? Das ist ein Achteck quasi mit einem kleinen Anbau als Umkleide dran. Außerdem haben wir hier zwei solche Wasserbecken, wo man sich abkühlen kann. Wir sind uns nicht sicher, ob das eine heiße Quelle sein soll, aber eigentlich muss es ja kaltes Wasser sein. Ich weiß es nicht. Da oben ist es heiß, da unten ist es kalt. Es ist bestimmt eine heiße Quelle. Ja, eher andersrum, oder? Ja, oder so. Es ist bestimmt eine heiße Quelle, die nicht ganz heiß ist, sondern eher so eine warme Quelle, weil sonst wird das Wasser ja auch wirklich richtig kalt sein. Gut, gehen wir einfach mal rein. In die Umkleide, ich gehe mal vor. Genau. Ja, zack. Wir haben hier eine sehr kleine Umkleide, reicht aber für zwei Leute. Hier hängen Handtücher, hier können wir unsere Klamotten aufhängen. Und wir können uns hinsetzen, um die Schuhe auszuziehen. Genau. Ja. Ja, nimm dir doch mal ein Handtuch und dann gehen wir mal rein. So, okay. Wir müssen uns eigentlich auch entkleiden, aber diesmal gehen wir einfach mal angezogen hier rein. Zack, Tür zu. Und hier befinden wir uns in der Sauna und schaut euch das an. Also. So schön saunieren. Wir haben hier wirklich hell, ja, wie sagt man das? Wir haben warme Farbtöne verwendet für die Innenausstattung. Das heißt, wir haben einen Holzboden, wir haben sehr viel mit Holz gebaut, in der Mitte den Kamin, einfach damit dieses gemütliche Feeling halt ankommt. Und ja, wir haben auch Stühle hier, wo wir uns hinsetzen können, ordentlich schwitzen. An der Wand hängt noch ein Thermometer, da links, da kann ich mal ranzoomen. Das Thermometer, das ist schief. Irgendwie sieht aus wie das, was ich an den Wikingerbooten dran gemacht habe. irgendwer hat es gedreht. Gut, wir haben in der Mitte noch einen Wasserbottich und wir haben heiße Kohlen oder heiße Steine. Das heißt, wir haben hier drunter extra Feuer gemacht, damit es hier durchdampft. Ist das nicht cool? Ja, ist cool. Gut. Ist echt gemütlich, also das kann man sagen. Das ist ein unheimlich gemütlicher Ort hier in dieser ganzen Winterlandschaft, schön warm. Und jetzt, wenn wir genug geschwitzt haben, müssen wir aber auch raus ins Wasser springen, oder? Ja. Dann geh mal vor. Dann folgt mir doch mal. Ui. Abkühlen. Genau, man kennt es ja von der Sauna, ne? Dass es so ein Abschreckbecken gibt, wo man so reinspringt und sich danach ein bisschen abkühlt. Ist das nicht gefährlich, frage ich mich? Also wenn man so... Die Sauna ist so 100 Grad warm, ne? Dann kommst du aus der Sauna raus, bist also total aufgewärmt und springst dann in so kaltes Wasser rein. Das ist doch bestimmt für einen Kreislauf. Man sagt ja, es ist gut. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass gerade alte Leute, die ja oft in die Sauna gehen, sich dadurch einen Schlaganfall oder einen Herzinfarkt holen. Soll aber gut für die Durchblutung sein. Und vielleicht spannt sich dann die Haut so, dass sie sich schnell zusammenzieht. Wir haben bei uns... Wie beim Stahl. Wie beim Stahl, genau. Nee, wir haben bei uns einen Durchlauferhitzer bei mir in der Wohnung. Und wenn ich dusche, ja, dann kann es manchmal vorkommen, dass das Ding ausfällt. Und dann wird es auf einmal richtig kalt. Und dann kriegt man echt so, dann zieht sich alles zusammen. Und man kriegt fast einen Herzinfarkt. So kalt ist das dann auf einmal. Also für mich wäre das nichts. Nein, ich war auch noch nie in einer Sauna drin. Oder? Vielleicht als Kind mal, aber... Ja, das ist auch nicht so meins. Wer von euch geht denn in die Sauna? Ist das was für euch? Oder gibt es sonst noch was irgendwie, was man macht? Ich meine, Sauna ist ja das Klassische. Es gibt aber auch Dampfbäder, ne? Die sind cool. Warst du mal im Dampfbad? Oder Schaumbad? Ich war mal in der Türkei in so einem Dampfbad oder so. Es war richtig cool. Das ist noch so wie bei den Römern, wie man sich das vorstellt, so, dass du gehst da in dieses Dampfbad rein und dann dampfst du da und da gibt's, du wirst so abgeschrubbt und so, ist richtig schön angenehm. Müsst ihr auch mal machen.
Du dampfst da, du meinst nicht ein Shisha-Café, oder? Nein. Genau. Gut, ich denke, dann sind wir durch mit dieser Sauna. Unheimlich tolles Gebäude. Vielen Dank dafür, dass ihr das vorgeschlagen habt. Wir haben ja schon ein paar Sachen übernommen, die ihr so vorgeschlagen habt. Ihr könnt natürlich weiter Vorschläge machen, was hier in unser Wikingerdorf reinpassen soll. Wir zeigen auch bei Gelegenheit noch die anderen Häuser, wenn das Ganze ein bisschen weitergebaut ist. Das wächst langsam. Und ja, dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Auf Wiedersehen.